Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. So, wir werden heute endlich mal anfangen mit den Go-Karts. Wir haben sie ja gekriegt. Looney Tunes zu teuer, das kennen wir ja schon. Bumbo zu lang, ja, Looney Tunes zu teuer kennen wir auch schon. Da will ich mal kurz gucken, aber ich möchte jetzt einmal gleich ganz kurz den Weg zu einem breiten Weg machen und dann bauen wir hier die Go-Karts hin. Da wollen wir schon die ganze Zeit. Ich finde mal ganz kurz, warum jammern die hier rum? Der Laden ist so voll. Was habt ihr denn? Okay. Das Ganze muss ich noch dekorieren. Ich habe hier ein bisschen rumexperimentiert offline. Gedacht, wie es vielleicht aussieht, wenn man hier so einen Berg rummacht, wo die Bahn durchfährt. Aber ehrlich gesagt, sieht es scheiße aus. Also das werde ich irgendwann wieder wegmachen. Das war nur ein Experiment. Aber ich wollte das irgendwie so ein bisschen mit dem Berg hier verbinden. Vielleicht hier so weiter. Aber mal gucken, weil wir hier ja auch den Fluss haben. Wie wir das hier so hinkriegen. Vielleicht kann man den Berg hier auch so ein bisschen... Da lassen wir noch was einfallen. Aber wir kümmern uns erstmal um die Go-Karts. Dazu muss ich einmal kurz Pause drücken, damit wir hier den Weg, da muss ich mich einmal kurz entfernen und gerade langziehen wieder in breiter Form. Da haben wir, wo haben wir ihn denn? Da. Einmal auf breit. So. Werde hier einmal kurz den Weg wegmachen. Der Nipsel da muss auch weg. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Ah, man kann leider nicht den Weg am Stück wegmachen, wie es aussieht. So, das weg, tut mir jetzt leid, die Besucher, die langlaufen, die können ja gleich wieder langlaufen. Das ist nur die Frage, ich glaube, bis hierhin kann ich ihn erstmal dick machen. Mit dem Stück ist ein bisschen schwierig, weil ich da ja schon Deko gebaut habe. So, eins nach dem anderen, jetzt setze ich ihn einmal kurz hier an den Zaun ran. So, und dann hier gerade lang so einigermaßen. So, weil hier wird das wahrscheinlich demnächst, gerade wenn die Go-Karts kommen, noch voller. Da könnte es doch schon zu Staus kommen mit dem kleinen Weg und das ist nicht gut. So. Das Ganze muss ich natürlich hier auch wieder verbinden. So. Einmal so und dann hier rum geht das. Ah. Warte mal, ich ziehe mal ein Tickchen länger. Und dann hier so ran. Na, lass mich mal. So. Genau. Hier ran will ich ihn haben. So gerade. Ah, es ist natürlich blöd. Das lasse ich jetzt erstmal so. Aber wie gesagt, den Weg da vorne will ich jetzt nicht unbedingt umbauen. Da müsste ich später hier echt die Deko umbauen. Werde ich wahrscheinlich auch noch tun, aber im Moment ist es halt blöd. So, dann kann das Ganze auch weiterlaufen. Einige Lehnen sind sehr überlaufen. Gut bis Lüsch 8. Ach, das ist hier im Spooky-Bereich. Okay, ja. Kennen wir doch schon. Wir rennen hier ja auch hin wie die Blöden. Dafür kann ich nichts. So, jetzt haben sie hier zumindest mit Platz, um sich zu bewegen. Tun sie ja auch schon, wie man sieht. Wunderbar. Hier ist sowieso relativ voll wegen der Achterbahn. Mittlerweile durch die Deko hier ist sie recht beliebt. Hier muss noch die Premium-Warteschlange ran. Und die Go-Karts möchte ich gerne hier so in dem Bereich haben. Ich weiß nicht genau, wie ich die bauen soll, weil ich noch nie Go-Karts gebaut habe. Die Levelgrenze geht hier lang, ne? Mal überlegen, welche Station hier so schräg baue. Geht das überhaupt? Ich gehe einmal kurz, die sind auf Schienenfahrgeschäfte, ne? Angepasst. Gibt es überhaupt fertige Go-Karts? Weiß es gar nicht, ne? Ich will keine fertigen bauen, keine Panik. Ich wollte nur gucken, ob es überhaupt fertige gibt. Pirate Cars sieht aber auch nicht danach aus. Doch da, oder? Mal kurz angucken. Ja, das sind Go-Karts. Okay, das ist schon gewaltig, aber passt hier sowieso nicht hin. Das ist so piratenmäßig. Abgesehen davon, dass die nirgendwo hinpassen, ne? Doch, da würden sie hinpassen. Ah, ja, okay. Das wollte ich nochmal. Die kann man also auch als Brücken bauen und so. Aber ich glaube, bei den Go-Karts ist auch das Problem, wenn die Strecke zu lang ist. Dann brauchen dauern die Fahrzeiten zu lange und es entsteht sehr lange. Umboot ist zu alt. Sehr lange Wartezeiten. Ich werde selbst einen Go-Kart bauen. Bauplan? Nein, nicht Fahrgeschäfte. Schienenfahrgeschäfte. So. Angepasst. Fahrgeschäfte, ne, das sind die Züge und Boote, Fahrgeschäfte mit Antrieb, da sind die Go-Karts. Okay, das ist die Station, das dachte ich mir, die ist mir schon größer als gedacht. Tja, weil ich hier so dicht an der Grenze bin, ich glaube, die werde ich wohl so bauen müssen. Ich muss da mal kurz den Weg hier eins Duck dezimieren. Kann man ja später weiter bauen, so. Schienenfahrgeschäfte und nochmal Go-Karts. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die Stationslänge reicht schon.
So, jetzt müsste ich mal gucken. Standardschiene, einfache Standardschiene. Schmale Spur, Start, verengte Spur. Okay, und das ist Schikanen. Startabschnitt an einer Schikane. Wo sind da der Unterschied? Ah, hier so Reifen auf der Strecke. So, okay, und hier wird schmaler, ne? Okay. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen blöd, ne? Schmale Schiene, Ende. Ah, ich weiß nicht. Gleich am Start eine Schikane reinbauen? Wäre schon mies. Wie komme ich denn um die Kurve? Ich sehe hier gerade nichts, wo ich um die Kurve bauen könnte. Schikanenabschnitt. Schlussabschnitt mit einer Schikane. Ah, wegen dem Weg muss ich hier erstmal gerade bauen. Alles klar. Da muss hier erstmal eine ganz normale Standardschiene hin. So. Und jetzt um die Kurve, oder? Geht das nicht? Doch so, ne? Ja. Hier erstmal rum. Wie gesagt, ich habe noch nie Go-Karts gebaut. Das ist das erste Mal. Wenn hier gerade und vielleicht hoch. Ich glaube, die bauen sich so ähnlich wie die Achterbahn. Hör, geht das nicht? Echt nicht? Okay, ich muss einen kurzen Abschnitt höher bauen. Ungefähr so, wenn ich hier jetzt wieder gerade gehe. Komme ich da später mit einer Schiene durch? Müsste ich ausprobieren, ich weiß es nicht. Boah, vielleicht noch ein Stück gerade und jetzt wieder runter. So. Und hier müsste er aber allerdings wieder gerade. So. Und jetzt hier um die Kurve, wenn es geht. Hm? Nee, warte mal, in die andere Richtung. Wenn es geht. So. Genau, einmal so eine scharfe Kurve rum. Aber ich glaube, das wird schon wieder viel zu lang. Und hier möchte ich jetzt gerne einmal so ein schmales Stück zwischen haben. Zack. Stück gerade. Wieder ein schmales Endstück. So. Und ich glaube, ich muss noch ein Stück und jetzt die Kurve rum. Wenn ich da jetzt unter durchkomme. Ich weiß es mich nicht. Ich hoffe es doch. Ah, warte mal. Das ist, ich glaube, ich muss noch ein Stück geradeaus. Aber man sieht das aber auch so schlecht wie die blöden Raster hier. So. Ja, ich wollte ungefähr mittig durch. Jetzt wieder gerade, wie ich das Ganze dekorieren soll, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein Rätsel. So, aber das geht, ne? Hier so durch, ja. Dann würde ich sagen, bin ja jetzt gerade, kommt hier noch eine Schikane rein. Noch ein Stück Schikane. So, Schikanenende, ne? Das ist Schikanenende, so. Gut, und jetzt hier wieder hoch. Ich weiß nicht, kann man in der Kurve hoch? Ich glaube nicht, ne? Doch, kann man? Wunderbar. So. So. Ein Stückchen geradeaus vielleicht. Ah, doll geht aber auch nicht hoch. Aber zumindest ein bisschen. Weil noch ein Stückchen. Jetzt muss er wieder ein Stückchen gerade. Ein Dieb wurde geschnappt. Ja, das ist schön zu sehen. Aber jetzt wieder um die Kurve. Geht das? Ah, ich bin da nun nicht gerade der Experte drin. So. Müsste ich aber wieder gerade. So. Gehe jetzt wieder runter. Ich hoffe, das geht. Und hier jetzt wieder um die Kurve. Ich muss jetzt an die Station ran. Die Frage ist nur, ob das geht. Vielleicht mal eine leichte Kurve. Muss ja nicht immer 90 Grad sein. Na, so komme ich nicht ans Ende. Gut. Vielleicht jetzt so. Oh, ich war, glaube ich, schon ein zu weit. Muss hier gerade. So. Und jetzt um die Kurve rum. Geht's? Geht. Wunderbar. Es war eine ziemlich scharfe Kurve hier, aber geht. Gut, das ist jetzt... ja, so groß sollte sie gar nicht werden.
Aber ich wollte halt einmal unter durch. Ich wollte mal gucken, ob man hier so rüberbauen kann. Wie ich das Ganze hier so dekorieren soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hier könnte man vielleicht so Brückengestelle reinmachen, dass es aussieht, als wenn sie unter der Brücke durchfahren. Vielleicht kann man die hier noch so als Deko, weiß nicht. Wir haben ja noch so ein Siegertreppchen, müsste man gucken, wie das Ganze ankommt. So. Alle glätten. Damit wir jetzt zumindest keine ruckelfreie Schräglagen, Höhe glätten, Kurven glätten. So. Automatische Tunnel, Höhenmarkierung, Schienenstützen. Ja, Stützen sowieso. Das sieht sonst unrealistisch aus. Optionales Geländer. Geländer will ich hier nicht unbedingt haben. Passt doch so. Dann gehen wir mal auf fertig. Wir müssen das Ding eh testen. Kann man gar nicht testen. Gut. Dann baue ich erstmal die Eingänge und das rein. Wie ich das später alles mache, weiß ich noch nicht. Und verdammt. Ich volldurch habe das auch noch auf die falsche Seite gebaut. Ah. Schiene bearbeiten. Will nur die Station wechseln. Geht das? Ausgang ist auf der anderen Seite. Ich möchte, wenn schon gerade Eingang... Eingang rechts, Ausgang rechts. So, ne? Ja, so ist richtig. So. Dann baue ich hier erstmal den Eingang hin. Da erstmal den Ausgang hin. Wie gesagt, dekoriert wird es denn später. Ich muss erstmal gucken, ob das Ganze überhaupt benutzt wird. Dann nehme ich mal den. 3 Meter ist doch schon ein bisschen wenig, ne? So. Ich baue hier erstmal eine gerade Schlange lang. Daran. Zack. Ausgang nochmal. Der ist ein bisschen breit. So. Gut. Ich weiß nicht, wie da jetzt der Preis ist. 5 Euro erscheint mir relativ wenig, aber abwarten. Das Ding scheint mich sehr hohe Prestige zu haben. Runden. Anzahl der Runden 2. Anzahl der Cards 12. Ah gut, die haben schon eine ziemlich gewaltige Strecke, aber... mal abwarten, ich lasse das erstmal bei 2 Runden. Aber keine Wartezeit und voll besetzt natürlich. Standardrunden, ja, ich lasse es mal auf Runden. Angestellte finden kein freies Personalgebäude. Was? What? Es sind nicht mal ein Personalgebäude voll besetzt. Aber hier, ey, sollte man vielleicht mal auf 5 erhöhen. So. Genauso wie das da. Bestätigen. Genau wie da. Bestätigen. So. Gut, ich werde das Ding jetzt einmal öffnen. Um zu gucken, ob es überhaupt benutzt wird. Ich meine, die Warteschlange dürfte 0 Deko haben. Da gehe ich mal ganz stark von aus. 12%. Wodurch kommen die 12%? Herausforderung abgeschlossen. Parkbewertung von 2400. Dankeschön. Und 2 Taschendiebe mit einem Mitarbeiter. Jo. Das gibt wieder extra Kohle. Das ist schön. Ah, so reinmarschieren tun sie. Und hier, ich muss hier ganz dringend Mülleimer das ausstellen. Die müllen mir hier gerade alles voll. Ich glaube, die habe ich komplett vergessen. Kann das sein? Und hier, ja, wir haben hier jetzt 2 Personalgebäude, was eigentlich völliger Blödsinn ist. Aber erstmal lasse ich sie. Weil hier sind 3 Leute drin. Personalgebäude, da sind auch 3 drin. Ich glaube, die 3 werden hier auch voll genutzt, die 2, meine ich. Im Moment haben die Go-Karts ja auch noch keinen Techniker. Also sie scheinen reinzurennen. Sieht ganz danach aus. Sie setzen sich sofort in die Go-Karts, ne, und sind noch nicht voll besetzt. Nein. Wir werden einfach mal eine Runde mitfahren, um zu gucken, wie die Fahrt so ist. Müsste ja gleich losgehen. Jo. Ist voll besetzt. Gut. Warten wir auf grünes Licht. Dann werde ich ja gleich dringend, und ich muss ja noch eine Reinigungskraft hinstellen. Mülleimer hinstellen. Sonst haben wir nämlich wieder das Problem, was wir schon mal hatten. Weil das sind ja auch scharfe Kurven, Alter. Oh, 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 oh. Alter, wie fährt der? Oh, man hat eine schöne Aussicht auf die Achterbahn. Aber schnell sind sie nicht, ne? Jo, stimmt, die fahren ja 2 Runden. Man, da muss natürlich Deko hin, das ist klar. So kann es nicht bleiben, aber eins hat dem anderen. Wollt ihr erstmal gucken, ob das Ding überhaupt benutzt wird?
Da weiß ich ehrlich gesagt aber noch nicht genau, wie ich das dekorieren soll. Das ist immer gerade bei der Strecke nicht so einfach. So, das war's, ne? Ey, Junge, das ist auf deine dritte Runde. Was machst du? Ich habe 2 Runden eingestellt. Hier wird nicht mehr gefahren. Ich will dein Geld wieder. Also, das Geld haben wir ja schon. Du kriegst kein Geld wieder. Du zahlst noch drauf. Fährt er hier eine Runde zu viel? Gut, die anderen halten an. Der muss natürlich eine extra Runde fahren, ne? Oder ist er der Letzte? Das ist schlusslich quasi. Wo will er denn hin? Okay. Die Buße ist voll. Und die reden vom Preiswert. Das ist schon mal was. Ich drehe das Ganze erstmal hoch auf 8. Gucken, wie sich das Ganze verhält. So. Na komm, raus, beweg dich. Andere wollen auch fahren. Naja, zumindest passen dann Haufen Leute rein. Also das ist eine Attraktion, die ein paar mehr Leute mitnehmen kann. Wenn auch alle Go-Karts besetzt? Nein, wenn nicht. War es noch eins leer? Warum? Ich habe voll besetzt eingestellt. Ja, das ist noch leer. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das war schon immer so, wenn die Go-Karts, dass immer eins leer bleibt. Ich weiß nicht, warum. Gut, aber ich werde mich hier jetzt einmal ganz kurz, dazu drücke ich kurz Pause, einmal kurz schnell um die Bänke und Mülleimer kümmern. Das muss leider sein. Hatte ich hier, glaube ich, komplett vergessen, ne? Ja, hier stehen auch keine. Das geht so natürlich nicht. Bis hier habe ich Bänke gestellt und weiter nicht. Gut. Dann gehe ich einmal kurz auf Szenerie und Bänke und da haben wir schon Bänke. Hier kommen natürlich Abenteuerbänke hin, der mich da auf dem Weg stehen, ne? Ja. Da kommt eine Bank hin. Hier stelle ich ja nochmal eine hin. Ja, von mir ist auch nochmal da, auch wenn es dann nicht weitergeht, aber können Sie sich ein bisschen ausruhen. Da eine unterm Busch. Ich sehe hier gerade nichts wegen Busch. Da denn nochmal eine. Hier kommen von mir ist auch nochmal eine. Hier passt gar keine. Warum nicht? Okay, kommt da eben keine hin. Mülleimer kommt gleich. Kriege ich ja oben auf die Brücke. Sehr schön. Na gut, da sitzen sie ein bisschen im Stein. Setze ich sie so hin. Auf jeden Fall hier eine hin. Da nochmal eine hin. So. Da könnte man vielleicht nochmal eine hinsetzen, weil hier können sie auch essen und so kaufen. Sollte man vielleicht auch da nochmal. Hier setzt sie sich an die Seite. So, dann könnte man hier nochmal eine hinstellen. Und natürlich auch da nochmal eine, die gar nicht passt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es stellenweise hügelig ist, dass es manchmal nicht geht. Du lässt dich doch hinsetzen. So. Wir können aber auch hier welche hinsetzen. Aber hier setze ich sie an die Seite, weil hier Geschäfte sind. So. Ich glaube, hier hinten ist nicht so wichtig. Hier sind nur Scheißhäuser. So. Denn natürlich da noch eine hin. Hier gegenüber. Na, passt nicht. Da könnte man noch eine hinstellen. Da natürlich auch. Hier geht's zur Achterbahn. Ne? Hier müsste eigentlich eine hin. Da eine hin. Da kommt noch eine hin. Und hier. Reicht auch erstmal. Da kommt ja gleich noch ein Mülleimer. Wichtig ist natürlich hier noch. Da und da. Der Weg ist ja eh erst neu. Da eine Bank. Da eine Bank. Und dann muss gleich hier noch eine Reinigungskraft eingestellt werden. Außerdem muss ich die Go-Karts ja auch noch einem Arbeitsplan zuweisen. Damit sie repariert werden. So, hier bin ich sowieso noch, ehrlich gesagt, gänzlich unzufrieden. Ah, hier lasse ich es erstmal. Mülleimer noch. So, ja, hier ein Mülleimer zwischen. Zack. Stelle ich, hier mache ich so, da einen hin und da einen hin. Denn hier noch einer hin. Und da. Mülleimer kann man nicht genug haben, auch wenn es unrealistisch ist. Man sieht ja, die schmeißen sofort alles auf den Boden. Das sind ja so kleine Müllterroristen hier. So. Da nochmal hin.
Passt wieder nicht? Warum nicht? Alter. So, aber hier muss definitiv auch hin. Ich stell einen hier hin. Da einen hin. Und da könnte ich nochmal einen hinstellen. Und da nochmal einen. Tja, ich hätte gerne ehrlich gesagt da vorne auch welche gehabt, aber was nicht passt, das passt nicht. Ich habe auch echt nichts so einen hin. Gerade hier hätte ich gerne welche gehabt, wegen den Geschäften. Da eine hin. Den kann man auch da hinstellen. So. Hier genauso. Hier stelle ich mal da einen hin. Und hier gegenüber die Ecke nochmal ein. So. Vielleicht da nochmal einen hin. So. Und da nochmal. Auf die Brücke. Ja gut, hier an die Seite. Sie, da nochmal. Und da selbstverständlich nochmal. Hatte ich hier noch was hingestellt? Ja. Auch wenn sich hier wahrscheinlich keiner hinführen wird. Vielleicht schmeißt hier zumindest einer Müll rein. Sonst verdrecken die mir hier wieder den ganzen Park. Das muss ja nicht sein. Da passt einer hin. Wunderbar. Hier habe ich schon. Hier stehen überall schon. Wunderbar. Vielleicht da noch einen hin, aber den passt halt auch. So. Dann gehe ich kurz auf Arbeitspläne, Parkverwaltung, Arbeitspläne. Und zwar, ich hatte ja den Arbeitsplan Maya. Da haben wir bis jetzt Octopus und die Achterbahn hier drin, ne? Aber auch nur die beiden. Da die Go-Karts hier ja eigentlich ganz in der Nähe liegen, ich meine, der bewegt sich ja in dem Rahmen hier, kann ich die, auch wenn die nicht zu Maya gehören, eigentlich damit zunehmen. So. Genau, damit zwei Schienenfahrgeschäfte. Arbeitsplan speichern. Techniker hatte ich, glaube ich, für Maya, ne? Die muss ich sowieso alle mal wieder befördern. Ja, Techniker habe ich einen. Der eine sollte mit den drei Fahrgeschäften auch gut bedient sein. Reinigungskräfte hatte ich auch eine. Aber nur eine. Da kommt gleich noch ein zweiter. Fördert ihn aber kurz. Muss leider auch sein. So, sind ja auch nur die paar hier. Dip, 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 dip. Di, 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 di. Ich mag die Musik. So, dann stellen wir jetzt noch eine Reinigungskraft ein, die auch mit dem Maya-Bereich arbeitet. Und dann passt das. Dann kriegen wir auch den Müll hier in Ordnung. Den kriegen, geben wir dann noch einmal gut den Plan Maya. Und dann weiß er, wo er hingehört. Und dann passt das. Dann kann das hier auch weiterlaufen. Den werden sie ja wohl hoffentlich gleich auch mal aufräumen. Und ich glaube, die Go-Kart-Bahn ist immer noch zu billig. Ja, guck mal, wie sie sich hier gleich alle hinpflanzen. Alle wollen sitzen. So, wie ich das jetzt mit dem Weg hier mache, den werde ich wahrscheinlich hier enden lassen. Oder baue ich den hier so rum, den können sie sich ein bisschen verteilen. Und dazwischen Deko würde auch passen. Weil ich möchte gerne schon den Dschungelbereich hier so abschließen. Dass ich hier vielleicht noch so eine abschließende Dschungeldeko mache. Den Weg hier so vorbeiziehe und ab hier beginnt ein anderer Bereich. Die Go-Kart-Bahn werde ich wahrscheinlich ähnlich wie Dampf bauen, so im Dampfstil. Dürfte passen. Oder wird so ein kleiner Extra-Bereich, muss ich mal gucken. Herausforderung verfügbar. Da muss man doch nicht gleich nach hier vorne springen. Da. Weil das wird so langsam, wir haben... Wie viele Leute haben wir eigentlich? 3777 Leute, das wird hier mich echt voll. Zumindest kriegt der hier mal ein bisschen was ab. Die stürmen nämlich gerade alle hier hin. Und das allein schon wegen den Go-Karts und wegen der Achterbahn. Ich Octopus auch nicht mal was ab. Nee. Ganz selten stehen hier mal Leute. Obwohl hier eigentlich schon relativ gut was los ist, aber... Die wollen nicht. Okay. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Weg hier jetzt... Den müsste ich mal wieder breit machen. Hier so einmal rumgehen lassen. Und damit ran. Ah, zwischen Bank und Mülleimer, wenn es geht. So. Hier kommt dann noch irgendwie den Dschungeldeko hin. Hier kommt dann noch die Premium-Warteschlange an. Dann mache ich hier quasi so einen Abschluss. Und ab da beginnt dann wieder so ein neuer Bereich, würde ich sagen. Hätte hier gerne noch so ein paar Dschungelbäume, um das hier so ein bisschen abzuschließen. Oder zumindest normale Bäume. Kriegen wir aber alles hin. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich hier hinbauen soll. Da müsste ich mal was gucken. Szenerie. Ich hatte hier letztens mal... Ich gehe mal auf Bauplan. Abenteuer. Irgendwas gesehen, was ganz gut aussah. Quelle, Inhaltspakete. Einmal kurz Abenteuer gucken.
Irgendwie sowas in der Art. Gut, das ist ein bisschen groß, aber... Das war ja erst ein Eingangsbereich hier, ne? Den hatte ich zum Beispiel erst gedacht, jetzt über die Achterbahn. Weil das passt nicht mit der Deko, die wir da schon haben. Aber das heißt, hätte ich jetzt den Dschungelbereich jetzt zu Ende ist. Ich würde hier gerne auch noch was Dschungel, da könnte man hinbauen. Was ist das? Abenteuer Lavash, das ist ein bisschen Lüt. Abenteuer Steinblockfall, das ist ein bisschen klein alles. Abenteuer Wassertür. Haben wir nichts, was ungefähr hier so... Ah gut, das wird hier schon reinpassen, aber ist ein bisschen Lüt, ne? Das ist in der Tat ein bisschen... Aber wenn man da noch so ein bisschen Deko rundherum baut, das würde auch gehen. Das ist wieder so klein, ne? Die haben wir ja auch schon. Gefallen tut mir das Ding, ehrlich gesagt, aber das Ding ist viel zu groß. Eindeutig zu groß. Das ist... Ah, wohl zu groß? Water Level. Ich glaube, da muss ein bisschen Wasser rein. Wegen den Krokos. Muss man was gucken. Kriegen wir das? Nee, das geht ja schon so weit nach hinten. Ah, das Ganze müsste ich ein bisschen umbauen, ehrlich gesagt. Ich müsste mal gucken. Könnte aber auch schwierig werden mit dem Wasser. Ich baue das jetzt noch nicht hin. Ich will mal kurz gucken. Das müsste ja ungefähr so stehen. Damit es nicht in der Luft steht, ne? Der Baum ist halb auf dem Weg, da müsste ich verschieben. Hier müsste ich gucken, dass ich da irgendwie ein bisschen Wasser hinkriege. Und hier ist halb auf dem Weg. Und die müssen natürlich weg hier. Die stehen ja komplett in der... Das ist zu groß, das geht hier nicht. Okay, was ist das da? Kurs auf Maya, irgendwie eine Achterbahn, die noch nicht frei ist. Das ist wieder viel zu klein. Ich glaube, ich werde sowas eine Art hier hinbauen und da selber Deko rummachen. Passt, glaube ich, besser. Müsste bloß ein Tickchen weiter runter, ne? Ja. Steht in der Luft. Aber allerdings kann man hier selber so ein kleines bisschen Wasser machen mit ein paar Büschen und so dran. Und da kann man ja auch selber Krokus und sowas reinsetzen. Das ist ja alles gar nicht das Problem. Ist zumindest schon mal ein Anfang. Passt hier auch ganz gut hin. Da müsste ich mal gucken, wie ich das eigentlich am besten mache. Weil hier Wasser reinkriegen, das dürfte schwierig werden. Stärke nehme ich mal ein bisschen weniger. Größe nehme ich auch mal so klein, wie es geht. Weil wir hier am Weg sind. Okay, vielleicht sollte ich die Stärke doch ein bisschen hochdrehen. Aber vielleicht auch die Größe ein Tickchen hoch. So. Soll ja nicht viel Wasser werden, nur so ein kleines bisschen hier. Da vielleicht noch so ein bisschen lang. So. Kriege ich da überhaupt schon Wasser rein? Müsste ich gucken mal. Ja, also so geht da definitiv kein Wasser rein. Müsste wahrscheinlich tiefer. Na, Baum, weg mit dir. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts. Mach mal Licht an hier. So. Geht so Wasser rein? Ah, endlich wieder Licht. Echt nicht? Wieso lässt der mich hier kein Wasser reinmachen? Vielleicht wegen dem Hügel hier? Kann ich mir nicht vorstellen. Bisschen abschrägen hier, so. Aber da müsste er doch Wasser reinmachen. Das ist doch eine durchgehende Kuhle. Kann ich hier deswegen. So. So, jetzt. Ah, na, noch nicht ganz. Das muss natürlich noch dekoriert werden. Da müssen natürlich noch ein paar Büsche und so rum. Ich wollte ja jetzt erstmal nur gucken, ob das überhaupt geht. Die Küste hier sieht eigentlich schon so ganz gut aus. Ich glaube, komplett rundherum kriege ich es nicht, aber man könnte hier vielleicht noch so ein bisschen. So. So aussieht wie so eine kleine Insel, die quasi in so einem kleinen Fluss steht. Das ist ja jetzt auch nur reine Deko. Müssten natürlich Pflanzen, Bäume, alles hin. Und hier vorne, Krieg ist wahrscheinlich gar nicht vorbei, aber muss auch nicht. Das kann ja so bleiben. Hier stellt man so ein bisschen Zaun oder so hin. Müsste man mal gucken.
Da kann vielleicht noch ein bisschen weiter. So. Da noch ein bisschen. Und dann halt noch ein paar Pflanzen dazwischen. Eins, nur vereinzelt mal Steine. So wie hier. Und da vielleicht ein Kroko reinsetzen. Müsste man gucken. Hier müsste es vielleicht ein bisschen tiefer. So. Weil da hat man den Grund so durchgucken sehen. So passt es doch schon einigermaßen. Jo. So, jetzt will ich nochmal einmal ganz kurz gucken. Ich gehe mal auf angepasst. Abenteuer soll bitte drin bleiben. Nö. Okay, gebe ich im Kroko ein. Ich suche die Krokodile. Da haben wir sie doch schon. Deine schwimmendes Krokodil. Okay, das ist eindeutig zu groß hier. Geht das hier rauf und runter oder was? Würde hier aber reinpassen, ne? So, hier so? Wenn ich das ein bisschen drehe? Müsste natürlich weiter runter. Dass man die Maschinerie nicht sieht. Ah, es müsste aber sehr weit runter. So, dass es quasi unter Wasser schwimmt. Ah, dafür ist es hier nicht tief genug, ne? Dass man ihn quasi gar nicht sieht und nur wenn er auftaucht. Ja, genau. Soll hier quasi, wenn die Gäste sollen sich quasi erschrecken. Die laufen hier vorbei und auf einmal, vielleicht noch ein Tickchen höher, man sieht's ja kaum. So. Genau, dass man es hier so schwimmen sieht. Ja, so sieht's ja schon besser aus. Oder? Ich finde, das hat schon was. Vielleicht noch ein Tickchen nach da. Ja, so lasse ich es hier sitzen. Immer noch andere Krokos hier, ne? Oh, das war ein sehr großes Krokodil. Und das Kroko könnte man zum Beispiel hier so hinsetzen. Quasi so als Abschluss, dass es hier so rausgekrochen ist. Zack. Und dann mal gucken, was haben wir hier noch? Kleines schwimmendes Krokodil. Das haben wir, glaube ich. Kleines schwimmendes Krokodil auftauchen. Sind ja fast alles die gleichen. Was ist das mit der 8? Das setzen wir hier so ein bisschen an die Kante. Da kommen natürlich noch andere Steine mit rein. So. Soll das hier so ein bisschen Kroko verseucht aussehen. Natürlich noch ein paar Pflanzen, Steine, wie gesagt. Aber es ist schon mal ein Anfang. So hat man jetzt ein bisschen Deko. Was ist hier alles? Roktopus hat ein technisches Problem. Ja. Da kann ich kein Problem mit. Das muss halt repariert werden, ne? Wir haben doch Techniker auch, wenn ich gerade nicht weiß, wo er ist. Passt ja auch nicht ganz gut, wenn hier jetzt noch ein bisschen Deko ist. Dann machen wir beim nächsten Mal dann noch die Warteschlange. Dann ist in der Bereich auch so ziemlich fast fertig. So gästemäßig haben wir hier so einiges. So, wie sieht's denn hier aus? Die fahren hier rum und denken... Gut, preiswert denken sie nicht mehr. Beschweren sich nur, dass die Warteschlange voll ist. Wenn es aber trotzdem nochmal einen Dollar teurer machen, vielleicht wird die Warteschlange dann ein Tickchen leerer. Deko muss hier selbstverständlich hin. Kommt auch, die stürmen hier ja gerade alle rein. Zumindest können die Leute nicht sagen, dass sie es nicht schön haben bei uns im Park. Aber für diese Folge war es das. Am nächsten Mal werden wir versuchen, gut, hier noch ein paar Pflanzen, das geht aber schnell. Und dann mal überlegen, wie ich am besten die Deko baue. Das weiß ich nämlich echt nicht. Gäste finden mehrere Läden zu teuer. What? Gäste finden, dass die Waren bei Geldautomaten zu teuer sind. Ah, immer diese Geldautomaten, ne? Gut, machen wir sie auf 50 Cent. So. Geldautomaten sollten wir vielleicht auch, weil jetzt gerade die Meldung kommt, hier vorne auch nochmal im Dschungelbereich mit hinbauen. Ich meine, wir haben da einen bei der Wasserbahn. Aber hier wäre vielleicht auch nicht verkehrt, hier irgendwo hier zwischen, dass die Bereiche mit abgedeckt werden. Wäre echt mal was. Und hier, na gut, wir haben da Geschäfte, aber vielleicht fehlt hier auch noch was. Obwohl ich sagen muss, dass hier im Moment relativ wenig los ist, was Geschäfte betrifft. Nur eins sind welche. Gut, aber das kriegen wir alles hin. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bis jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.